Die Sims 4 läuft ja schon seit insgesamt 5 Jahren und vielleicht kann man sich langsam über den nächsten Sims-Teil Gedanken machen. In diesem Video möchte ich über meine Ideen und Einfälle zu einem möglichen Sims 5-Teil sprechen. Zuallererst sollten wir uns nochmal schnell anschauen, mit welchen Inhalten die Sims 4 im Vergleich zum Vorgänger daherkam. Allgemein wurden viel mehr Möglichkeiten eingebaut, um seine Sims und die Häuser anpassen zu können. Die Sims einfach per Klicken und Ziehen verändern zu können, war doch ziemlich revolutionär, was die einzelnen Sims alle viel individueller machte. Auch hier könnte man in die Sims 5 neue Optionen einbauen, zum Beispiel indem man ganz individuell die Klamotten bearbeiten kann. Wie sollen zum Beispiel die Knöpfe aussehen? In die Sims 4 konnten wir schon jede Kopfbedeckung mit jeder Frisur kombinieren. Wie wäre es also, wenn man in die Sims 5 jede Jacke mit jedem T-Shirt kombinieren, sowie Gürtel und weitere Accessoires wie Taschen, Schals oder ähnliches mit hinzufügen kann? Was mich ebenfalls stört, ist die unfassbar reine Haut der Sims. Es wäre doch eine tolle Ergänzung, in einem Editor genauere Hautdetails an jeder Stelle des Sims platzieren zu können. Dies könnte vom Prinzip vielleicht auch wie bei dem Anmalen der Haustiere aus Hunde und Katzen funktionieren. Unterschiedliche Schattierungen können ebenfalls das Aussehen der Sims stark verändern, weshalb ich freiere Anpassungsmöglichkeiten hier auf jeden Fall begrüßen würde. Der Baumodus muss ebenfalls weiter aufgebohrt werden. Insgesamt ist in The Sims 4 ja schon sehr viel mehr im Vergleich zu den Vorgängern möglich, allerdings kann man viele Gebäude aus dem echten Leben noch nicht nachbauen. Hier würde ich mir wünschen, dass man zum Beispiel auch horizontale Balken an den Wänden anbringen sowie unterschiedlich dicke Wände erstellen kann. Die Inneneinrichtung der Sims ist schon ziemlich genau platzierbar, aber an der Außengestaltung sollte von Seite der Entwickler auch noch weiter gewerkelt werden. Wie wäre es, wenn man die Wände frei, ohne auf dem Gitter zu bleiben, platzieren könnte? Oder dass man als Ergänzung Objekte auch horizontal drehen kann? Hier gibt es noch ein paar Anpassungen, die den schon echt guten Baumodus aus The Sims 4 noch besser machen würden. Als letztes will ich noch auf das Gameplay eingehen, welches zum Beispiel mit größeren Events in der Spielwelt erweitert werden könnte. So werden die Sims nicht nur auf Partys eingeladen, sondern können auch Konzerte, Straßenfeste, Flohmärkte oder sonstig ständig wechselnde Events besuchen. Ich bin der Meinung, dass auch die Karrieren ein großes Upgrade gebrauchen könnten. Bisher waren die Basisspielkarrieren relativ langweilig und das Aufsteigen hat bis auf mehr Simoleons eigentlich wenig gebracht. Hier könnte man zum Beispiel zufällige Notfall-Events einführen, bei denen der Sim zur Arbeit geschickt wird und der Sim aktiv ein Problem lösen muss. Auch sollte wenigstens ein gewisser Teil der Arbeitsgebäude einsehbar sein, das würde das Spiel ebenfalls etwas spannender machen. Ansonsten gibt es natürlich noch einige Dinge, an denen gearbeitet werden sollte. Ich fände einen Multiplayer-Modus, mit dem man zusammen mit seinen Freunden Häuser bauen und die Spielwelt bevölkern kann, sehr sinnvoll. Wie wäre es auch, wenn die Eigenschaften der Sims noch viel tiefer die Verhaltensweisen der Sims beeinflussen würden? Ein schüchterner Sim hat viel weniger Gesprächsoptionen zur Auswahl. Man sieht ihm stark an, dass er sich mit den anderen Sims unwohl fühlt. Nur mit dem Trainieren der Sozialfähigkeit bekommt er mehr Selbstbewusstsein und verliert vielleicht irgendwann seine Schüchternheit mitsamt der Eigenschaft. Ansonsten wünsche ich mir natürlich auch einige Basics aus The Sims 3 wie die offene, großräumige Welt, das Farbtool oder die Autos zurück. Ob meine Ideen umgesetzt oder wann und ob The Sims 5 überhaupt erscheinen wird, bleibt aber natürlich weiterhin spannend. Bestimmt wissen wir in den nächsten Jahren mehr. Was wünscht ihr euch für Inhalte, die wir unbedingt in einem möglichen Sims 5 brauchen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.